Servus Leute, hier ist mal wieder euer Piper. Heute gibt es mal ganz was anderes und zwar teste ich in diesem Video einen Bumerang. Das wird jetzt ein bisschen auf meinem Kanal ein klein bisschen mehr und mehr kommen. Ich will so ein bisschen Outdoor-Aktivitäten auch ein bisschen behandeln, die mir halt irgendwie Spaß machen oder die ich irgendwie cool finde. Aber keine Angst, das wird kein Sportkanal, sondern das sind eher so Outdoor-Aktivitäten für den Lausbuben von früher, so, wenn ich das einmal so formulieren darf. Zwille schießen, vielleicht Bogenschießen und eben auch der Bumerang. Und da bin ich auf was aufmerksam geworden, was ich euch unbedingt zeigen will. Und zwar habe ich die guten Herrschaften, ein Vater und ein Sohn, angeschrieben, ob ich ein Produkt von denen mal testen darf und kann. Ob sie mir diese Möglichkeit geben würden. Und sie geben mir diese Möglichkeit. Und zwar ist die Rede von JF Bumerang. Normalerweise würde man sagen JF Bumerang, aber da es eine deutsche Firma ist, eine Münchner Firma. Und ich bin eigentlich kein Fan von Unboxings, weil ich das immer so ein bisschen Zeitverschwendung finde. Bitte zeig uns das Produkt einfach. In dem Fall muss ich es leider machen, weil die Verpackung einfach so süß ist, dass ich das einfach irgendwie zeigen will. Und zwar ist es ein Haus. Zu Hause eines JF-Bumerang. Briefkasten, hier ist nochmal das Schild. In München handgefertigt. Und die Geranien, die sind auch kleine Bumerangs. Ist das geil, oder? Das war so im Briefkasten drin. Genau gesagt, in der Packstation. Ja. Hier hinten drauf. Psst, bitte leise öffnen. Hier wohnt ein Bumerang. Hier ist dann nochmal eine kleine Anleitung. Wer sind die zwei? Und ein paar Angaben zum Produkt. Nachhaltig, perfekt für Anfänger, leicht und robust, filigrane Handarbeit. Er kommt wirklich zurück, damit kann es ja nicht schief gehen. Und eben noch die beiden, Jürgen und Felix. Und da ich sowohl Münchner bin wie auch Schreiner, hat mich das einfach voll abgeholt. Deswegen schauen wir mal rein. Ja, machen wir mal ganz leise auf. Also ich finde, alleine schon die Verpackung zeugt von so viel Liebe zum Hobby. Das ist der Wahnsinn. Okay, was mir sofort mal entgegenkommt, noch mal ein Kuvert, das ganz arg illustriert ist mit Anleitung zum Werfen und ein Comic mit Bumerangs und natürlich auch auf Pinterest vertreten, auf Instagram vertreten. Und hier haben wir eine detaillierte Wurfanleitung. Richtig schön auch mit Farbe. Richtig schön gemacht. Also ihr seht es schon, ich bin eigentlich kein, wie gesagt, kein Unboxing-Fan. Aber das ist eine Verpackung, die es, finde ich, verdient hat, dass man die irgendwie auch zeigt. Anleitung für Rechtshänder. Ah ja, es gibt auch Linkshänder. Bumerangs, das heißt, man muss das wirklich auch angeben. Und wie das genau dann läuft, ich werde mich beim Testen genau nach dem richten, was hier drauf steht. Ja? Ich zeige euch das dann noch im Detail. Aber jetzt schauen wir uns den bösen Buben erst einmal an. Einmal Gummibärli, das ist ganz gut. Den Rest hauen wir weg. Nein, Schmarrn. Schaut euch das an. Oh, also es ist schon einfach schon mal sehr, sehr schön mit einem Schleifchen. Handmade. Especially for you. Das ist schon. Komm, das ist süß. Wie oft kriegt man so lieblose Plastikbeutel, wo dann die Ware drin ist? Das ist doch einfach schön erfrischend. Aus Multiplex, ihr seht hier. Die verschiedenen Schichten. Er ist, so wie ich das sehen kann, nur geölt. Hier ist das Logo reingestanzt.
JF, wie gesagt, schönes, schlichtes, cleveres Design. So ein dreiflügeliger. Wie der heißt genau, schreibe ich jetzt noch hier dann drunter und natürlich in der Beschreibung wird es natürlich auch einen Link geben, der euch direkt zum Shop führt und mit dem Code FORESTPIPER10 kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt auf den Bums, also super. Er ist sehr leicht. Ich dachte, er ist ein klein bisschen schwerer vom Gefühl her, vom Denken her, aber die Jungs werden schon wissen, was sie machen, denke ich. Handgefertigt, wie gesagt, Vater-Sohn-Unternehmen und Münchner-Unternehmen, das sind schon mal drei Sachen, die mich auf jeden Fall abholen. Schauen wir mal, wie man ihn werfen muss und wie er fliegt. So Leute, hier bin ich jetzt auf einem Feld. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich musste jetzt irgendwie knapp 10-12 Tage warten zwischen diesen beiden Videoclips jetzt, weil es einfach dauernd nur Scheißwetter war, dauernd nur kalt war, dauernd nur Regen war. Und wenn es mal schön war, dann hat die Familie rausgewollt und man konnte auch wieder kein Video machen. Heute habe ich Zeit. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Wind. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Heute testen wir ihn. Den guten Boomerang. Ich habe zum Vergleich jetzt mal so ein Plastik-Ding noch mal mitgebracht, weil ich mal gern vergleichen will, ob der irgendwie anders fliegt. Weil ihr seht schon, die Form ist ähnlich, aber nicht ganz gleich. Wir werden es mal testen. Nur damit das klar ist, ich bin da auch überhaupt kein Profi. Gell? Ich mache wirklich nur genau das, was diese Firma mir in ihren Tutorials, egal ob YouTube-Videos oder auf dem Kuvert, wo der drin war, war nochmal ein schönes Tutorial aufgedruckt. Das habe ich, Blödmann, zerrissen leider und weggeschmissen, bevor ich es bemerkt habe. Genau das tue ich jetzt hier. Ja? Ich bin überhaupt kein Profi und gar nichts, aber das werden wir jetzt mal sehen. Ich hoffe auch, dass ich das irgendwie halbwegs schön drauf kriege. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie so schmeißen kann, dass ihr das seht. Also ich hoffe, dass er zurückkommt. So fängt es schon mal an. Wir werden es jetzt mal sehen. Zu Beginn müssen wir feststellen, wo kommt der Wind her? Woher kommt der Wind? Dafür nehmen wir so ein paar Grashalme, lassen die fallen und dann sehen wir, er weht genau zur Kamera hin, sprich, er kommt von hier. Jetzt stellt ihr euch so hin, dass der Wind von vorne kommt zu euch und dreht euch dann 90 Grad nach rechts. In die Richtung müsst ihr werfen. Okay? Also stelle ich die Kamera lieber so hin. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie drauf. Ja, wir werden sehen. Wie wirft man jetzt diesen Boomerang? Ich drehe es nochmal kurz so, weil sonst schauen wir voll in die Sonne rein. Wie wirft man jetzt so einen Boomerang? Wie gesagt, ich quatsch nur das nach, was ich eben gelesen und gesehen habe. Ja? Ihr nehmt den Boomerang so, dass der Druck, der gedruckte Buchstabe zum Gesicht zeigt. Sprich, nicht so, sondern zu euch. Dann nehmt ihr diese beiden Finger hier und klemmt das dicke Boomerang-Ende so ein. Und zwar zwischen Daumen und dem Zeigefingerglied hier. Klemmt ihr ein. Und dann dreht ihr den noch dazu möglichst weit nach hinten zu eurem Arm, damit ihr möglichst viel Spin dem nochmal mitgeben könnt. Und jetzt stellt ihr euch so hin, macht einen Schritt nach vorne und schmeißt diesen Boomerang wirklich fest. So als würdet ihr einen Baseball werfen. So richtig volle Kraft.
mit einem großen Schritt nach vorne und dabei schleudert ihr den richtig hart nach vorne, dass der möglichst viel Spin mitbekommt. Und zwar werft ihr ihn nicht, und das habe ich ewig lang falsch gemacht, werft ihr ihn nicht so raus, sondern möglichst senkrecht. Richtig so gerade nach vorne. Dann sollte er, wenn der Wind stimmt, ja Schatzi, meine Tochter ist gerade wach geworden, aber ich fahre jetzt nicht unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Den ziehen wir jetzt noch durch. Wie gesagt, woher der Wind kommt, das wissen wir. Er kommt von da, sprich wir werfen nach da. So Freunde, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe nochmal den Standpunkt von der Kamera ein bisschen verändert, dass wenn er nicht zurückkommen sollte, er nicht im Feld verschwindet. Das wäre scheiße. Er ist nicht ganz zurückgekommen, aber eine Runde hat er gemacht. Probieren wir es nochmal. Oh, ja, Wahnsinn. Der ist jetzt wirklich direkt neben der Kamera auf dem Boden aufgeschlagen. Probieren wir es nochmal. Da ist er, da ist er. So 2 Meter neben mir schlägt er immer ein. Also er kommt wirklich direkt neben der Kamera runter immer. Nicht genau in meine Hand, aber diesen Anspruch habe ich gar nicht, weil ja, ich bin halt einfach nur Hobby-Depp. Bildschön. Und da ist er. Wirklich 3 Meter neben mir. Es ist halt schwer zu filmen, ja, weil er halt... Genau beim Stativ legt er sich hin. Ich filme jetzt mal aus der Hand. Vielleicht, ja, sieht man es da ein bisschen besser. Da ist er. Und kommt er. Oh! Aber wirklich knappe Sache. Also, ich muss wirklich sagen, es macht super viel Laune. Ich will das nicht ganz so stehen lassen, dieses Video, weil ich kann es halt noch nicht. Und natürlich muss man das ein klein bisschen üben. Also so gut ein Boomerang auch sein mag, es wird nicht den Boomerang geben, mit dem ein Vollblut-Anfänger sofort jeden Wurf wieder fangen kann. Und ich sage euch jetzt auch, es gab einen Wurf, da konnte ich ihn direkt wieder fangen. Natürlich, als die Kamera aus war. Selbstverständlich. Probieren wir es nochmal, weil den will ich jetzt nicht ganz so stehen lassen. Ja! Ich bin der geilste Dude ever. Nein, Schmarrn. Ja, jetzt konnte ich es doch noch auf die Kamera bannen, dass ich es wirklich geschafft habe, den Boomerang zu fangen. Und fast gleich nochmal. Ich will das nochmal 2 Wochen lang oder so üben. Und dann werde ich... Ich musste jetzt leider gegen die Sonne filmen, weil halt gerade so der Wind gerade so kam.
der Wegen. Ja, ich will das nochmal 2 Wochen lang üben. Und dann, ja, dann werde ich nochmal einen Schmiss wagen im Video. Es macht super viel Spaß, es geht voll auf die Schulter irgendwie. Was ich aber noch sagen muss, ich bin immer ein Fan von Naturholz. Das finde ich immer geil, ja, immer. Bei Messergriffen, bei Pfeifen, ich finde das immer geil. Aber in dem Fall finde ich es nicht so geil, weil ich hätte den wirklich irgendwie Neonpink oder so gemacht. Weil ich habe den echt ein paar Mal ins hohe Gras verschmissen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, mein Gott, wirf halt nicht da, wo hohes Gras ist, du Honk. Ja, stimmt natürlich auch wieder. Aber, ja. Irgendwie Neonpink wäre da fast cleverer gewesen. Aber so ist natürlich hübscher, überhaupt keine Frage. Also, ich melde mich in ein paar Wochen nochmal mit einem zweiten Video. Mal schauen, ob ich dazugelernt habe. Was ich aber noch ganz klar sagen möchte, das hier, das kommt dabei raus, wenn man den billigen, so billige Dinger fängt, zwar erfolgreich, aber hier sind halt diese ganzen scharfen Plastikränder noch dran, was ihr halt einfach hier nicht habt. Handarbeit, alles glatt. Alles schön geschliffen, ja, also man merkt schon deutlich, da passiert sowas halt eher unwahrscheinlich, ja. Insofern ein ganz klarer Punkt geht an den hier. Unter anderem. Also ich hoffe, ich habe das irgendwie so filmen können, dass ihr das gut gehört habt. Bin jetzt wieder daheim. Noch eine kurze Quizfrage zum Schluss. Wer weiß, was das hier ist, der weiß, was die nächsten Tage auf euch zukommt für ein Video. Also bis dann, bis zum nächsten Mal.